Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum ersten SteroTrader Helpdesk Webinar im neuen Jahr. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXFlat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind. Und wenn Sie schon letztes Jahr dabei waren, dann wissen Sie, dass wir das Webinar mit Dirk Hilger, Entschuldigung, Dirk Hilger, so heißt der gute Mann, zusammen veranstalten. Und deswegen freue ich mich auch, dass Dirk auch dieses Jahr mit uns diese Veranstaltung macht. Und bevor ich jetzt an den Dirk übergebe, müssen wir natürlich trotzdem einmal den Risikohinweis besprechen. Und in der Zwischenzeit haben Sie natürlich die Möglichkeit, die Fragen schon mal im Chat zu schreiben oder zu kopieren. Denn das ist ja auch für Sie gedacht, diese Veranstaltung. Und nichtsdestotrotz dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung verstehen oder Handelsempfehlung am Ende. Auch wenn es heute weniger um Live-Tradings geht, müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann Dirk, wenn du soweit bist, würde ich gerne den Bildschirm übergeben und wünsche natürlich viel Erfolg und viel Spaß. Und aber ich bleibe im Hintergrund natürlich. So, ein Bild solltest du haben. Das ist richtig. So, dann legen wir mal los. So, so, dann sage ich auch mal an der Stelle hallo und herzlich willkommen, wie der Nelson es schon erwähnt hat, hier zum ersten Helpdesk-Webinar diesen Jahres 2021 hier bei FXFlat mit und über den SteroTrader. Für die, die das noch nicht kennen, das Webinar machen wir dafür, damit wir halt eben Fragen, die vielleicht halt auch mal ein bisschen kniffliger sind, die halt im Support nicht so einfach zu beantworten sind, dass wir die halt hier direkt aufgreifen können und entsprechend, so gut es geht, beantworten können. Das heißt, ja, neuer Pulli wurde auch schon gerade erfolgreich festgestellt. Das heißt, das ist kein Live-Trading-Webinar, daher kommt das nämlich gerade mit dem Pulli, weil da habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass ich zum zweiten Mal den gleichen Pulli irgendwie anhatte. Dabei habe ich mir extra viel gekauft, hat nichts genutzt. Aber jetzt nochmal hier zum Webinar. Das heißt also, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach her damit und wir versuchen das halt aufzugreifen. Sicherlich nicht alles, das wird wohl nicht gehen, aber halt doch so die Sachen, die dann halt entsprechend jetzt auch nicht zu individuell sind. Und speziell, genau, zum Thema strategische Order fällt mir gerade noch was ein, habe ich gerade vorhin auch gesehen. Das ist schon öfters hier gefragt worden im Helpdesk-Webinar. Das artet halt leider so ein bisschen aus, weil die so ein bisschen zu sehr komplex ist. Aber Nelson, ihr habt jetzt da morgen oder wann habt ihr mit dem Timo das erste? Morgen, ne? Ja, morgen 18 Uhr. 18 Uhr morgen. Also alles, was das Thema angeht, strategisches Handeln mit dem SteroTrader, dann lieber morgen irgendwie mit reinbringen. Der Timo hängt da viel tiefer in der Materie drin als ich. Ich nutze die momentan tatsächlich sehr wenig. Warum, weiß ich manchmal auch nicht so genau, aber vielleicht auch deswegen, weil ich natürlich immer vorwiegend die Sachen halt benutze, wo ich halt eben auch gerade dran am Arbeiten bin. So, Nelson, jetzt muss ich aber leider ganz doof fragen, hast du mir Sachen vorab geschickt? Nein, nein, hast du nichts verpasst. Ich habe selber auch keine Fragen erhalten. Von daher gab es jetzt im Vorfeld nichts. Wir können jetzt direkt mit dem Chat anfangen. Ja, okay, dann machen wir das doch. So, gut. Also ich bin hier jetzt todesmutig mal wieder mit der noch nicht mal getesteten Beta-Version unterwegs. Ich mache das ja immer so hier bei dem Helpdesk. Zum einen sieht man halt die Sachen, die dann halt als nächstes kommen, die gerade in der Überarbeitung sind, aber auch deswegen, um zu sehen, ob halt Problemchen, die natürlich auch hier und da mal auftauchen dürfen, entsprechend schon behoben sind. Und deswegen, also auch wenn jetzt hier dann vielleicht gleich mal irgendwas nicht so funktioniert, wie es soll, dann liegt es nicht daran, dass die Version da draußen das auch so macht, sondern weil die hier gerade im ziemlich radikalen Umbau ist. Und ich weiß noch nicht, ob es eine gute Idee war, die jetzt hier mit reinzubringen, aber ich versuche es auf alle Fälle mal. So, fangen wir mal oben an. Ich glaube, die erste 1759 vom Jörg, ne? Richtig, ja.
Ja, genau. Und zwar sagt der Jörg, bei mir funktioniert der Order-Button nicht. Da wäre jetzt mal die Frage, was ist damit gemeint? Also ist das, wenn die, ich vermute mal, dass das die Geschichte hier ist, ja, wenn eine Position irgendwie auf ist, ja, und dass halt hier diese Buttons halt möglicherweise nicht funktionieren. Ich weiß, das war in der letzten Version, ich habe bis heute noch nicht ganz verstanden, woher das gekommen ist. Aber das ist auf jeden Fall halt behoben. Man sieht ja halt auch hier die Optik, ich mache es so ein bisschen größer, hat sich so ein bisschen geändert hier dran halt eben auch. Ne? Man sieht also hier jetzt nicht mehr nur noch so ein Punkt, sondern sieht halt hier die einzelnen Positionen. Vor allen Dingen dann, wenn man halt mit mehreren dann entsprechend unterwegs ist, hat man halt hier entsprechend dann jetzt keine Punkte mehr. Das heißt, die kann man auch einzeln wegklicken. Die Position sieht auch in Echtzeit, wenn man die Maus gedrückt hält. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu klein hier am Schirm. Aber sieht man auch in Echtzeit die DPL von der Position, die man da halt irgendwie gerade schließen will. Und natürlich auch hier entsprechend die Buttons. Aber Jörg, vielleicht bist du so nett und bestätigst nochmal, dass das gemeint war, mit der ersten Frage, weil da kommt ja danach noch was hinterher. Und ja, genau, das ist es. Ne? Also sieht man, das ist, ich weiß auch, dass die Version hier wirklich auf sich warten lässt. Es liegt aber definitiv nicht daran, dass ich hier irgendwie den ganzen Tag auf dem Balkon sitze oder auf dem Fernseher oder sonst irgendwas mache, was zwar schön, aber halt auch nicht sonderlich anstrengend ist, sondern es ist wirklich halt der Statistikänderung im MetaTrader geschuldet, wo dann zwischendurch bei den letzten Updates kam da halt eine Änderung dazwischen. So eine ganz kleine, mal ganz nebenbei, aber die halt hier wirklich jetzt alles aus dem Konzept geworfen hat. Und ich dachte, es wäre halt mit ein paar Schrauben an der Statistik halt behoben, aber letzten Endes musste halt hier wirklich wahnsinnig viel umgebaut werden und es ist immer noch nicht hundertprozentig fertig, auch wenn es insgesamt schon ziemlich gut aussieht. Aber das ist eben der Grund, warum das Ganze leider so ein bisschen dauert momentan. Aber dafür wird es auch nachher dicker funktionieren als vorher. Kann ich ja irgendwie, wenn wir schon gerade dabei sind, mal zeigen. Also er macht das jetzt, in Zukunft ist es übrigens so, wenn hier die Statistik halt angeht, da werden halt nicht mehr, die Statistikdaten werden in Zukunft nicht mehr im StereoTrader gespeichert, sondern liest die echte Statistik halt aus. Und je nachdem, in welchem Modus man ist, also zum Beispiel im Stereo Future Mode oder halt eben Single Hedge und so weiter, wird das immer passend dazu dann halt analysiert. Ne? Das heißt, kann ich kurz mal zeigen, also sobald ich jetzt hier einen neuen Chart aufmache, das mal so als kleinen Vorgeschmack. Da geht es nämlich nicht nur um Probleme in diesem Webinar, sondern auch um Neuerungen. Und dann sieht man auch so ein bisschen, was dann kommt. Ne? Sieht man jetzt hier, der Importvorgang läuft dann. Also es dauert jetzt hier ein bisschen länger, weil das ist ein Demokonto, was schon irgendwie ein paar Jahre hier bei mir im Betrieb ist. Entsprechend sind da irgendwie 7000 Positionen oder irgend sowas drin. Und da hat er jetzt ein bisschen was zu rechnen. Aber wie gesagt, hat dann natürlich dann den Vorteil, dass es halt, da geht halt auch nichts mehr verloren, ne? Gar nichts mehr. Und auch die Trade-Anzeige im Chart, die muss jetzt halt leider auch nochmal komplett überarbeitet werden. Die wird halt möglicherweise in dem nächsten Release erstmal, kommt so ein bisschen drauf an, wie schnell es geht, möglicherweise dann nicht da sein. Aber die ist dann eben nachher auch so, dass man halt auch Trades und so weiter anzeigen kann, die dann gar nicht im StereoTrader zum Beispiel entstanden sind, sondern halt auch außerhalb, ne? Oder mobil und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe nachher hier immer alles drin, egal wo es halt gehandelt wurde und kann dann halt nachher super wunderbar halt hier die ganzen Strategien auseinanderhalten. Ne? Jetzt sieht man hier auf der rechten Seite, das ist jetzt gerade fertig geworden und entsprechend stehen die ganzen Daten jetzt da von sämtlichen Positionen, die hier jemals auf diesem Konto gedreht wurden. Also je nachdem, was ich hier halt angebe. Ne? Also wenn ich hier bei All Time, dann sieht es halt so aus oder halt hier eben Intraday. Also unabhängig davon, ob das halt mit dem StereoTrader gemacht wurde oder halt nicht. So, dann gucke ich mal kurz die nächste Frage. Also ich benutze und habe seit, nachdem ich eine Position im FDAX oder DAX Mini eröffnet habe, ich muss über einen Positionsbutton zu schließen. Kleine, ja gut, das ist ja das Gleiche, ne? Der kleine Kreuzbutton lässt sich nicht drücken. Genau. Okay, gut. Also das soll ja damit halt auf jeden Fall erledigt sein, ne? Also hängt vom Instrument nicht ab, sondern nur entsprechend ist das halt eine generelle Sache hier. Ach so, was übrigens auch noch kommt, das kann ich ja auch mal ganz kurz zeigen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Position zumache, ne? Man sieht ja hier,
das kleine BE an der Stelle. Das ersetzt übrigens die goldene BE-Linie, die es vorher gab. Das heißt, hier ist ja mein rechnerischer Break-Even. Der ist jetzt identisch mit dem, was im Pool ist. Wenn ich aber jetzt eine Position auflöse, vorausgesetzt, der Dow bewegt sich jetzt mal ganz kurz nach oben oder nach unten, ist jetzt nicht so wichtig. Und dann wandert, ich muss ja hier mal größer machen, sonst haben wir hier, sieht man nämlich gleich gar nichts. Ja, weil generell, und das will ich auch nochmal kurz anzumerken, der Stereotrader unterscheidet ja immer generell zwischen Trade PL und Pool PL. Pool PL heißt einfach das, was gerade im Topf ist, was gerade auf ist. Das ist mein Pool. Aber eigentlich ist das ja halt nicht so wahnsinnig interessant. Interessanter ist ja vielmehr das, was kommt dabei raus ab der ersten Position bis zur letzten. Ne? Und gerade wenn man skaliert arbeitet, also mit mehreren Positionen gleichzeitig, und da gehen ja auch immer wieder mal welche raus, es kommen halt wieder welche neuen dazu und so weiter. Und so kann man dann halt auch einen Trade managen, vor allen Dingen dann, wenn er halt nicht gerade direkt in die Richtung läuft, wie man das gerne hätte. Und deswegen rechnet der Stereotrader immer die Trade PL mit. Die ist jetzt aktuell gleich, weil noch nichts passiert ist. Sobald ich aber jetzt halt diese hier zumache zum Beispiel, dann passiert Folgendes. Dann sehe ich halt hier, dass meine Trade PL steht bei 2,87 € und mein Pool jetzt hier bei 3,29 €. So, ne, das liegt daran, weil diese ist ja noch drin. Na, hier unten sieht man es ja, das ist die, die gerade noch drin ist, die eine hier, aber die andere wird jetzt halt mitgerechnet. Und das ist halt immer dieser Unterschied, der halt hier auftaucht. Ne? Jetzt kann ich auch weiter nochmal, die auch nochmal verkleinern. Und dann sieht man, dass die BE-Linie immer weiter runter wandert. Logisch, ne? Weil um diesen ganzen Trade ab der ersten Position jetzt nochmal auf Null zu kriegen, ne? Also müsste ich halt quasi hierher, genau wo diese Linie da halt jetzt ist. Ne? So, und das heißt, bis hierher könnte er laufen und dann wäre ich halt insgesamt mit dem, was ich halt hier gerade gehandelt habe, auf Null. Und mit der neuen Version kann man es halt so machen, dass man halt nicht nur diese BE-Linie hat, sondern man kann auch mit der handeln. Das heißt, ich kann es umstellen, dass ich nämlich hier oben sage, ja, ich handle den Break-Even. Ne? Das gibt es hier so einen zusätzlichen Button. Und das führt dann eben dazu, dass, wie man sieht, nämlich meine Position hier nach unten wandert. Ne? Das heißt, dann habe ich alles, was ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich halt Break-Even gehen will und so weiter, dann konzentriert sich das immer auf den rechnerischen Break-Even. Obwohl die Position liegt eigentlich hier, aber mein gesamter Trade liegt hier. Dann habe ich also nicht nur wie vorher eine zusätzliche Anzeige, sondern kann halt direkt mit der handeln. Ich finde das psychologisch eigentlich ganz sehr brauchbar, weil man halt nicht mehr visuell, jetzt hier, wo der Markt sich gerade bewegt, da ins Minus läuft, sondern man ist halt die ganze Zeit hier permanent im Plus, hat nur noch hier diese Einzelposition, die aber wie gesagt ja eigentlich gar nicht interessiert. Eine Sekunde mal ganz kurz. So, muss hier gerade eine Lärmquelle beseitigen. So. Ne, also das finde ich halt wirklich echt eine gute Sache. Und weil die halt mittlerweile auch auf den Tick genau gerechnet ist. Ne, da gibt es keine, wie vorher, es war halt Rundungsdifferenzen mehr, sondern die stimmt halt auf den Tick die ganze Geschichte. Und deswegen bietet sich das jetzt auch an, das halt so zu machen. Ne, weil vorher war es immer so, die ist so ein bisschen hin und her gesprungen. Das lag an der Art und Weise, wie das halt berechnet wurde. Und die ist jetzt halt auch komplett geändert im Zuge von der Statistikänderung. Und so, dass die jetzt halt immer rocksteady genau an der richtigen Stelle halt eben im Bild liegt. Das aber nur mal so am Rande. Aber gehört ja auch zu den Buttons halt dazu. So, der Reinhard fragt dann, wann wird die neue Version als Beta? Also es gibt immer schon irgendwie zwischendurch mal Betas, aber die sind halt momentan nicht nummeriert, mit Absicht nicht, weil ich verwende die eigentlich immer nur so für eigene Zwecke, eben auch in den Webinaren oder halt auch für den eigenen Live-Handel. Und ich würde halt wirklich keinem empfehlen, die zu installieren, solange ich die nicht als offizielle Beta angekündigt habe. Weil da halt schon wirklich so ein paar komische Sachen dann halt mal passieren. Also die aktuell zum Beispiel online ist, man kann die runterladen. Sage ich aber gleich, ist eigentlich keine gute Idee. Weil wenn man dort short ist und drückt dann auf Break-Even, geht die Position direkt zu. Das ist so eine Kleinigkeit, die ist mir jetzt heute Nachmittag noch aufgefallen. Und das darf halt natürlich nicht sein. Ne? Das heißt, das sind eigentlich dann Alpha-Versionen. Und die Beta-Version, ich hoffe es wirklich, ich hätte es am liebsten schon vor Weihnachten gehabt und habe auch wirklich da
Weihnachten drüber noch gearbeitet, auch zwischen den Tagen und wirklich mehr oder weniger Tag und Nacht. Und ich will mich nicht festlegen, aber also ich will keinen Tag sagen, aber ihr könnt euch darauf verlassen, dass das halt wirklich mit Hochdruck irgendwie gerade halt nach vorne geprügelt wird. So, also, wie kann ich dann, fragt der Marc, also mit den Ordern, Dingern haben wir jetzt, glaube ich, durch, ne? Ich versuche das ja auch mal gerade so ein bisschen zu gruppieren, aber ich glaube, zu den Orders war jetzt sonst nichts mehr. So, dann fragt der Marc, wie kann ich den StereoTrader unter Mac OS nutzen? Du scheinst mit VPS zu arbeiten, kannst du einen Anbieter empfehlen? Also, ich arbeite mit einem Server, das ist kein VPS, das ist ein kompletter Server, den ich halt hier habe. Das ist natürlich vom Administrationsaufwand, halt, finde ich, halt schon nochmal ein bisschen eine andere Nummer, ein bisschen mehr Verantwortung, muss man wissen, ob man sich das antut. Die Performance ist natürlich eine ganz andere, ist klar. Also VPS, ich habe da wirklich total unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Am Anfang sind die alle irgendwie gut und danach irgendwann alle nicht mehr. Und dann tue ich mich da ganz schwer, was zu empfehlen. Ich hatte halt wirklich, ich habe am Anfang habe ich immer mit Strato gearbeitet, das hat dann irgendwann gar nicht mehr funktioniert. Dann hatte ich einen Contabo, der hat direkt mal bei den gleichen Kosten irgendwie 300% Performance, hat aber dann auch irgendwie nach ein paar Monaten irgendwann mir so ein bisschen die Grätsche gemacht oder die Performance ist wirklich deutlich runtergegangen eben auch. Bin ich auch nicht mit weitergekommen. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich nehme jetzt halt einen Komplettserver. Also von daher, ich glaube, das Problem ist eher, sobald man eine Empfehlung ausspricht, stürzen sich da irgendwie scheinbar alle Trader drauf. Oder das macht dann halt die Runde, wenn es dann heißt, ja, hier kannst du super irgendwie MetaTrader und Zeug drauf laufen lassen. Das Problem ist aber, dass gerade halt MetaTrader, die ganze Trading-Software, unfassbar viele Daten halt zieht. Also halt eben durch die ganzen Tick-Daten und so weiter. Es ist halt wirklich extrem viel, was da halt durchgeht. Und je mehr natürlich dann halt draufkommen und umso enger wird dann halt der Flaschenhals. Von daher ganz schwierig irgendwie mit Empfehlungen. Also wenn hier irgendeiner, der jetzt hier gerade dabei ist, eine Empfehlung für ein VPS, ja, für ein VPS halt hat, gerne rüberschieben. Der Nelson macht das dann quasi im Geheimen hinten rum und schickt es dann dem Marc. Okay. Also wie gesagt, wenn man sicher gehen will, dann sollte man halt einen Server machen. Der Server hier ist übrigens bei Hetzner, ist der. So, der Daniel. Initial SL auf minus 16. Der Preis 5 Punkte im Plus ist, dann den SL. Verstehe ich nicht. Ich erkenne da leider gar keinen Zusammenhang gerade zu irgendwas, lieber Daniel. Das so mit der Frage, ob du ihm zeigen könntest, wie das funktionieren könnte. Was genau? Also, der hat seinen Stop-Loss auf 16 Punkte. Wenn die Position 5 Punkte im Plus ist, dann automatisch auf 9 Punkte hochsetzen. Ach so, ohne Programmierung gar nicht. Also das wäre halt so dieses typische ATM, also das Advanced Trade Management. Ich glaube, mit den Add-ons von Timo geht sowas, da bin ich mir aber leider nicht so wirklich sicher. Aber hier geht's, also was du halt hier machen kannst, ist, den SL auf 9. Also was man hier machen kann, ja, das ist aber nur eine fixe Einstellung. Ich kann halt zum Beispiel sagen, was weiß ich, aber hier mal normale Positionsgrößen. Sieht immer so. Ja, siehst du da schon wieder. Das ist jetzt das Problem, wenn man halt die Bastelsoftware hat. Moment, ich glaube, da geht gerade nur Long her. So. Und zwar, was man halt hier machen kann, geht nur noch. Ich habe hier gerade Besuch, deswegen gucke ich da ab und zu mal rüber. Mein Freund Chris ist hier gerade da. Der musste auch kurz die Lärmquelle gerade beseitigen. Er hat aber schon gesagt, ich darf nicht die Kamera auf ihn richten, dann flüchtet er. Was man hier machen kann, man kann halt zum Beispiel sagen, Break-Even Safe nach 10 Punkten. Ne? So, und das heißt, ich könnte dem jetzt zum Beispiel sagen, also jetzt habe ich ja hier umgekehrt, ich habe dann halt einen Stop-Loss von irgendwie 20 Punkten. Oder spielt ja keine Rolle. So, wenn ich aber sage, jetzt das Ding läuft dann jetzt halt irgendwie 10 Punkte nach vorne, also wie jetzt hier zum Beispiel, dann hätte ich den Stop-Loss gerne auf 5. Ne? Beziehungsweise
Minus 5 oder 5 spielt es keine Rolle. Wir arbeiten hier bei Stop-Loss immer mit positiven Werten. Also die initiale SL kann nicht negativ sein, sondern das ist immer der Abstand in die Handelsrichtung, beziehungsweise gegen die Hand, nee, gegen die Handelsrichtung, ja. Ne? Also SL 18 heißt, er liegt bei einer Long-Position 18 Punkten unter dem Entry. So, hier könnte ich aber sagen, ja, 10 Punkte Stop-Loss. Und dann GBE safe. Ja, das ist ja halt so in etwa die Automatik. So, das würde aber nur bedeuten, es zieht hier auf Break-Even und addiert 2 Punkte. 2 Punkte, weil das irgendwo hier eingestellt ist. Genau. Break-Even safe. Und dann die Punkte, die hinzugefügt werden, das ist das hier. Ne? Das sind die 2 Punkte. Die könnte ich jetzt natürlich halt auch dann auf 5 stellen. Ne? So, und dann würde halt eben genau das passieren. Das heißt, läuft 10 Punkte nach vorne und der Stop-Loss geht dann halt 5 Punkte ins Plus. Ich kann den aber auch auf minus 5 stellen. Dann würde halt entsprechend 5 Punkte unter dem Kurs der Stop-Loss sitzen. Also das geht, aber halt, also von daher war meine erste Antwort eigentlich falsch. Es geht schon, aber es geht nur in einer einzigen Stufe. Also ich kann jetzt nicht irgendwie mehrstufig sagen, ja, wenn er 10 Punkte vorne ist, dann 5 Punkte, wenn er 20 Punkte vorne ist, dann 11 Punkte. Das geht halt nicht, sondern es geht immer nur in einer Stufe. Ne? Also das geht. Ja, klar, von Hand managen, aber ich meine, solche Sachen sind ja dafür da, damit man ja halt eben, wenn der Markt mal schnell ist und wenn man gerade irgendwie einen Trade auf hat und wir wissen alle, wie es ist, kaum hat man einen Trade auf, kaum bewegt sich der Markt, klingelt es an der Tür und das Amazon-Paket ist da. Oder sonst irgendwas. Das ist ja das ganz normale Leben. Und dafür sind ja solche Funktionen halt da und dafür kann man sie natürlich halt auch nutzen. So, kam mir der Standard, Quatsch, das ist ja schon später, ich dachte, das würde hier dazugehören. Ne? Also geht aber auf jeden Fall in dieser Form. Nochmal ganz kurz zusammenfassend, Break-Even Safe, einstellen auf den gewünschten Wert, ab da, wo eine Reaktion erfolgen soll. Jetzt bei mir bei 10 Punkten, aktivieren nicht vergessen und dann geht, sobald die Position, beziehungsweise, ja genau, die Position hier mit dem, was im Pool ist, zieht sich immer auf den Pool, sobald die 10 Punkte im Plus ist, geht dann der Stop automatisch auf 0 plus diese 5 Punkte, wie sie hier eingestellt sind. Ne? Die ich aber natürlich auch einstellen kann, wie ich sie möchte. So, aber jetzt macht das natürlich genau nichts, weil das ist ja halt auch der Vorführeffekt. Klar, ne? Jetzt haben wir hier eine wundersame Range an der Stelle. So, das ist zum Vorführen im Webinar immer ganz klasse, wenn man solche Bewegungen hat. Zum Debuggen ist es auch total super. Dann will man eigentlich nur mal 2 Punkte irgendwo hinlaufen und es passiert einfach überhaupt nichts. Was war das denn? Okay. Irgendwie gerade ganz merkwürdig geknallt hier. Okay, ne? Also damit geht es. Wie gesagt, lässt sich jetzt wegen der Range wohl nicht wirklich vorführen. So, also ist das TC Live mit Datum 30.11.2090 richtig so? Was ist mit dem Datum gemeint? Also wenn das die Version ist, das ist schon gut möglich, wobei die schon fast ein bisschen zu jung erscheint, fragt der Werner. Der Reinhard hatte auch oben eine Frage gehabt zum Live-Tool. Da hat er auch was zum Datum gesagt. Wo war der denn? 18:01 Uhr. Updated. Ach so, ja, nee. Das ist natürlich falsch. Das liegt aber auch nur daran, weil ich da halt irgendwie am Wochenende, glaube ich, ein Update eingespielt habe, beziehungsweise halt, also die Daten sind auf jeden Fall, das Datum stimmt, sollte so nicht da stehen, Kurzfassung, ne? Aber es hat schon seine Richtigkeit. Da ist nichts eingeschlafen oder so, sondern es ist halt eben nur die Information über das Update selber ist falsch. Also no worries. Ich kann es ja irgendwie gerade auch mal machen, dann sieht man ja, das lebt noch. Ne? Ist halt nur irgendwie hier gerade. Moment. So, wenn man sich das jetzt anguckt und dann sollte das entsprechend das richtige Datum sein. So.
Ist es möglich, jeder Limit Order einen eigenen SLTP zu verpassen? Ja, klar. Also ich meine, das ist ja halt grundsätzlich die. Hier hakt es echt an der Aktualisierung. Ja. Sieht man hier, die PL wird gerade nicht aktualisiert da oben. Das ist aktuell genau die Baustelle, wo ich halt heute dran war, beziehungsweise noch dran bin. Da stimmt nur die Punkteanzahl gerade nicht. Ne? Immer nur dann, wenn ich hier was bewege, wird die aktualisiert. Aber normalerweise wird die ja halt mit jeder Bewegung von selbst aktualisiert. Aber gut, soll uns jetzt hier nicht stören. So, also ist es möglich, jeder Limit Order ein eigenes LTP zu verpassen? Ja, also generell standardmäßig ist ja halt der Stereo Future Modus eingestellt. Das heißt, hier wird alles zusammengerechnet. Ne? Es gibt keine einzelnen Positionen, sondern immer eben halt nur, oh, es geht short, ja doch, okay. Ja, da weiß ich, was ich heute Abend noch zu tun habe. Ja, es soll ja nicht langweilig werden. Aber so ist das halt mit Alpha-Versionen. Die sehen dann halt so aus. Na, hier wird ja halt immer alles zusammengerechnet. Alles hat einen Stop-Loss, einen Take-Profit. Das ist aber eben halt der Stereo-Future-Mode. Boah, also hier haben wir aber echt den Wahnsinnsmarkt, um jetzt genau sowas vorzuführen, nicht. Das ist wirklich, das ist ja gruselig. Ja. Hier 3 Punkte rauf und runter. Nelson, was hast du da für einen Markt? Ja, Ja. soll ich sagen? Ja, das ist natürlich echt bitter. Ne? Ich kann es hier nicht mal wirklich vorführen. Also das ist 2 Punkte rauf und runter. Das geht gar nicht. Haben wir irgendwo einen Markt, der sich bewegt vielleicht? Sollen wir den stattdessen nehmen? Das ist ja unglaublich. Ne, weil hier habe ich jetzt, ich habe jetzt gerade hier dreimal drauf gedrückt. Das ist aber eigentlich total egal. Wie oft ich drauf drücke, steht eh immer an der gleichen Stelle. Wo ich den ein bisschen auseinanderkriege hier, damit ich das mal kurz vorführen kann. Dafür mache ich das ja eigentlich. Stehen. Es ist echt immer wieder super, echt. Das ist beim Debugging, ne? Also bei der Fehlersuche, da ist es wirklich manchmal zu Mäusemelken. Heute Morgen war das, glaube ich. Da habe ich auch irgendwie, ich wollte nur 2 Punkte ins Plus. Keine Chance. Das Ding ist wirklich, der DAO, nicht mal der DAX, der ist wirklich teilweise da genau in dem Moment wirklich einen Punkt drauf, runter, über Minuten. Ich habe gedacht, dreh durch. So, da geht dann halt leider auch immer wahnsinnig viel Zeit hin, wenn man dann so einen Markt hat. So, aber hier sieht man, 2 Punkte rauf und runter. Hurra. Aber ich muss jetzt leider kurz warten, es geht nicht anders, sonst kann ich das ja nicht zeigen. So, vielleicht kriegen wir wenigstens 3 Punkte rauf. Das wird mir ja schon reichen für den Anfang. Nö, kriege ich auch nicht. Ich bin ja geduldig, so ist ja nicht manchmal. Das ist der Hammer. Also wer long gehen will, ich glaube, hier besteht gerade keine Gefahr. Es war natürlich keine Empfehlung, ne? Muss ich dazu sagen. Von den Nelson dann Schweißausbrüche. Genau, jetzt geht es ja natürlich runter. So, jetzt haben wir noch 3 Punkte. Also ich mache jetzt hier noch eine. So, ne? Also. Im Stereo Future Modus ist ja so, wird ja immer alles zusammengerechnet. Ne? Das ist ja eigentlich genau die Art und Weise, wie er mit ganz normaler Aktien oder Future Handel eben hier halt stattfindet. So, und das ist ja eigentlich nur so eine Unart vom MetaTrader, dass das mit Einzelpositionen halt geht. Und es geht natürlich auch im Stereo Trader nach wie vor. Gibt auch bestimmte Strategien, die dafür halt Sinn machen. Und man stellt es einfach um im Setup hier bei Trading. Und dann wählt man hier den Modus aus, der Single Hedge, den ich jetzt seit Tagen aber nicht probiert habe. Ich hoffe, da kommen jetzt nicht ganz merkwürdige Sachen. Single Hedge bedeutet, alle Positionen werden halt einzeln gemanagt. Das heißt, man sieht dann nicht den zusammenhängenden Trade, sondern sieht, wie jetzt hier, ne, das sind dann halt 2 verschiedene Trades. Eigentlich sind es nur Positionen, sind keine Trades. Da ist halt auch die Definition so ein bisschen abenteuerlich im MetaTrader. Und das heißt, ich habe hier natürlich dann entsprechend unterschiedliche Stop-Loss und Take-Profit pro Position. Ne? Das wäre jetzt der normale Modus, wie es auch im MetaTrader ist. Nur hier sieht natürlich hier ein bisschen schicker aus, klar. Aber generell ist das halt der normale Modus. Und das heißt dann natürlich halt auch, dass ich halt mit Stop-Loss und Take-Profit
das genauso machen kann. Also für Limit Orders. Also wenn ich hier zum Beispiel sage, neue Order, wenn ich dann jetzt zum Beispiel hier eine Limit setze, ja, und dann kommen die direkt mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit dann entsprechend halt auch daher. Ja. Das ist aber, wie gesagt, der Single-Hedge-Mode oder Long war ja doch eine gute Idee hier. So. Ne, aber und natürlich halt in alle Richtungen, wie ich das will, aber das wird dann halt wahnsinnig unübersichtlich. Ne? Das ist halt eben der Nachteil dann möglicherweise halt dabei. So. Gut. So, ich schalte mal nochmal um auf den anderen Modus. Also, oh. Okay. So. Hätten wir doch ein Live-Trading draus machen können. Das war ja gerade, ja, wohl sieht hier mehr aus als es ist, aber immerhin 30 Punkte nach oben gerade. Passt doch. So, wie bekommt man die kleinen? Nächste Frage, ne? Ich denke, das ist ja damit beantwortet, Carsten. Ne? So, wie bekommen wir die kleinen Pfeile für die Trades abgestellt? Also, ich momentan hier gar nicht, aber hier gibt es dann halt entsprechend Trades, ne? Bei der Statistik. Einfach draufklicken, dann kann man die ein- und ausschalten. So. Wie lange kann ich mir 1 anzeigen, zeigen, wie lange die Minute noch läuft? So, also generell einfach hier bei Chart, Bartime, da steht dann halt immer die Zeit mit dabei. Ne? Also hier muss natürlich diese Bid-Ask-Linie muss natürlich da sein und da gehört die dann halt dazu und da steht halt oben immer dabei, wie lange die aktuelle Kerze noch läuft. Laufen die Minutenkerzen wandern farbig hervorgehoben? Nee. Also das, nee, das glaube ich nicht. Die hat, also die Kerze wird normal dargestellt, aber halt die Anzeige ist dann halt hier an der Stelle so. Long-Tip war gut, ne? Sagte Daniel. Ja, ich gebe euch nachher meine Adresse hier rein für die. Sprich es nicht aus. Sprich es nicht aus. Wieso nicht? Achso. Okay. Ja, das ist auch, wenn ich es ausspreche, ist ja nicht wirklich ernst gemeint. Hat schon die Compliance im Nacken sitzen. Wahrscheinlich ist es immer so. Wenn ich Webinar mache, hast du wahrscheinlich die ganze Compliance um dich rum, damit die direkt reagieren können, wenn ich irgendwas vom Stapel lasse. Guckt der ganze Mannschaft zu, hör mal. Ja, ich glaube das sofort. Okay. Muss ich den ST neu laden? Wann? Das war Der eine Anschlussfrage okay. vom ganz Anfang. Ich glaube, du hast ja gesagt, erst mit der neuen Version. Also, da wird es ja auch nochmal Ist eine Ankündigung geben. das Problem mit dem M3 in der neuen Version? Also das Ding ist, ne, diese Abstürze, das hatten wir schon ein paar Mal das Thema, ne? Der SEO-Trader stürzt nicht ab. Es ist leider Gottes der Metatrader da. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mich nervt das ganz genauso. Leider, das hängt halt mit der Kursdatenversorgung zusammen, mit nichts anderem. Und ich lese jetzt hier gerade M3, also ich habe jetzt zum Beispiel den M2 regelmäßig dabei, aber ich will das jetzt hier auch nicht provozieren. Aber es gibt kein generelles Problem vom Steotrader mit irgendwelchen Zeiteinheiten. Das existiert nicht. Es existiert aber ein generelles Problem vom Metatrader mit dem Laden von Kursen aus der Historie. Und da habe ich beim letzten Webinar auch schon gesagt, bitte wendet euch wirklich mal je mehr, desto besser, je mehr Leute das machen, umso besser ist es an Meta-Quotes und dass das mal zum Thema gemacht wird. Weil da kümmert sich einfach letzten Endes kein Mensch drum. Und dann heißt es immer nur so, ja, muss dann halt irgendwie an der Software liegen, tut es nicht. Habe ich denen schon längst ganz eindeutig auch schon gezeigt, dass es so nicht ist und es passiert halt nichts. Also es ist definitiv ein Metatrader-Problem. Leider. Also bei mir taucht es irgendwie, ich habe gar keinen Stress mehr mit irgendwelchen Zeiteinheiten, schon lange, lange nicht mehr. Liegt aber dann vielleicht dann auch daran, dass ich halt hier einen Server nutze und eben kein VPS und das möglicherweise performanceabhängig ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, man kann sich das so vorstellen, der Steotrader gibt ja als Beispiel irgendeinen Befehl an den Metatrader und wartet dann, bis der wieder zurückkommt.
Und an der Stelle ist es wirklich so, wenn man die Zeiteinheiten umschaltet, oder ich kann es selbst so machen, dass ich den Stereo-Trader komplett stilllege, dass der überhaupt gar nichts mehr macht, gar nicht mehr vorhanden ist, und dann schalte ich die Zeiteinheiten um und der MetaTrader schmiert trotzdem ab. Und deswegen ist es halt einfach absolut ausgeschlossen, dass es irgendwas damit zu tun hat. Aber wie gesagt, macht da einfach Druck, wenn das halt irgendwie weiter auftauchen sollte und so unschön das auch ist. Gut, so, vielen Dank für 25 Punkte. Ja, bitte. 25 Punkte lang. Wie bekomme ich den ST aufs Tablet Remote Desktop installiert? Kann ich leider echt absolut nicht beantworten. Keine Erfahrung. Also, ich ja, habe weder ein Tablet Remote Desktop, aber generell klingt es doch für mich so, als wäre das eine Software, die auf dem Tablet läuft, die auf ein VPS oder einen Server zugreift. Sollte dann ja eigentlich nicht anders sein als mit einem normalen VPS ja dann halt auch. So, dann der Jakob. So, jetzt müssen wir langsam hier bremsen mit den Fragen, sonst wären wir nachher nicht fertig. Ganz kurz noch hier, der Sebastian schreibt, und das stimmt einfach nicht. Wenn der Stereo-Trader aus ist, stürzt er nicht ab. Stimmt nicht. Ich glaube, der Timo hat es in einem Webinar gehabt oder beim Heiko, ich weiß nicht mehr, wo andere auch ganz klar bestätigt haben, dass diese Abstürze auch, sogar wenn der Stereo-Trader nicht mal installiert ist, passieren. Also, das sind Momentaufnahmen. Man muss sich das vielleicht so vorstellen. Ich meine, der Stereo-Trader, klar, der ist ja halt, der arbeitet ja ein bisschen was, ne? Der belegt ein bisschen Arbeitsspeicher, der belegt CPU und der beansprucht natürlich den MetaTrader. Und das heißt, vielleicht einfach dadurch, weil da halt einfach der MetaTrader sich da selber dadurch irgendwie Platz wegnimmt, ich weiß es nicht, ne? Aber nur weil es so ist, ich rede mich ja hier nicht raus. Also das ist ja, ich bin immer ein Freund davon zu sagen, ey, ich bin doch froh, wenn ich den Fehler verursache, weil da muss ich doch gar keinen anderen fragen, um ihn loszuwerden, sondern dann kann ich es ja auch selber, gehe ich auf die Suche und löse es selbst. Und es bringt mir noch nichts, ne? Irgendwie zu sagen, es ist nicht so, wenn es doch so ist. Das bringt mich ja nicht weiter. Also es ist generell meine Einstellung, nicht nur beim Programmieren. Und deswegen seid versichert, wenn ich sage, es hat definitiv nichts damit zu tun, dass der Stereo Trader da irgendwas macht, sondern es ist definitiv der MetaTrader. Es ist einfach so. Und das alles andere sind halt leider dann halt Momentaufnahmen, subjektive Wahrnehmungen. Und ich habe es ja halt hier wirklich solche Geschichten ja ständig auf dem Schirm und habe schon unfassbar viele Stunden und Tage damit zugebracht, dann auch mal irgendwie versucht, Beispielcodes irgendwie zu machen und so weiter zu verschiedenen Sachen. Und wenn ich sage, ich kann es ausschließen, dann sage ich das wirklich nicht ohne Grund. Ja, also nochmal, es tut mir leid, dass mir da die Hände gebunden sind, aber es entzieht sich tatsächlich leider meinem Zugriff. Okay, Moment, wo ist jetzt? Jakob. Tablet. Genau, die OCO, also one cancels the other, wo finde ich, wenn wo machbar? Also generell bei den Order-Attributen. Ne, hier habe ich ja diverse Attribute, CS, CO, das sind die beiden, über die wir hier gerade reden. CS heißt, ja, also jetzt muss man ein bisschen aufpassen, das ist neue Order, ne? Das bezieht sich jetzt direkt auf die Attribute, die ich in der neuen Order mitgebe. CO heißt cancel other. So, würde bedeuten, wenn ich jetzt halt hier eine Short Order hinsetze, eine Sell Limit und gleichzeitig halt hier eine Buy Limit. So, jetzt sieht man, beide haben das Attribut CO. Das heißt, wenn die Sell Limit gefüllt wird, wird die Buy Limit verschwinden und umgekehrt ganz genauso. Ne? Das wäre an der Stelle halt also nicht eine klassische OCO, aber halt die OCO-Funktion. Ne? Sieht man ja, ist jetzt hier, ist die Sell Limit ist gefüllt worden, die Buy Limit ist verschwunden. Ne? Das ist CO. So, ich kann aber halt auch umgekehrt, kann ich das Ganze aber auch so machen, dass ich halt sage, ich habe mit CS, CS heißt Cancel Same, Cancel Siblings. Und würde bedeuten, ich mache mal den Stop-Loss mal kurz weg, würde bedeuten, damit man auch gleich mal den praktischen Nutzen von der ganzen Sache sieht, ich könnte an der Stelle mit dem CS-Attribut könnte ich jetzt hier eine Stop-Order hinlegen und hier eine Stop-Order, eine Limit-Order. So, beides long. So, und das heißt, sobald eine von den beiden gefüllt wird, ist die andere weg.
Der Grund ist, glaube ich, hier relativ einfach verständlich, weil ich will halt hier zum einen halt einen quasi Soft-Stop-Loss kombinieren mit einem Teil, mit einer Teilauflösung. Brauche aber eigentlich nur eines von beiden, ne? Weil wenn er hier unten hinläuft, dann ist ja meine Position, die ist ja dann halt schon deutlich im Gewinn. Dann brauche ich da oben den nicht mehr. Und umgekehrt will ich halt hier nur mein Risiko vermindern, ne? Und das ist halt zum Beispiel der Sinn von dieser Geschichte. Also gerade im Scalping, man sagt, ja, ich weiß es nicht, kriege ich noch die paar Punkte da nach unten oder nicht? Ja, das jetzt vielleicht nicht, wenn es so knapp ist, sondern ich versuche, vielleicht kriegen wir es ja hier hin. So, das wäre halt dann eher schon so ein Szenario, wo ich sage, na gut, jetzt sind jetzt hier natürlich die 4 Punkte jetzt natürlich nicht so wahnsinnig aussagekräftig, aber das wäre ein normales Prozedere, wo ich sowas, nein, geh du weg, ich brauche dich jetzt nicht. Das war die Break-Even-Safe. Moment, die hat hier gerade zugeschlagen. Sondern wenn ich halt sage, na gut, ich nehme jetzt entweder die paar Punkte Scalping mit oder wenn er hier runterläuft, nehme ich eben den Lauf nach unten mit. Ne? Also so, dafür nutze ich das eigentlich halt am häufigsten. Ne? Damit ich halt eben, weil ich will ja nur eine von beiden, will ich ja nur auflösen. Entweder läuft er zurück, dann habe ich halt hier ein paar Punkte plus oder ich kriege den Rutsch nach unten und dann habe ich halt eben entsprechend ein paar Punkte mehr plus. Dafür ist die CS zum Beispiel da, ne? Nur um das halt mal vom Unterschied da halt mal nochmal zu unterstreichen. Ne? Sieht man. So, gefüllt, die andere ist weg und noch 5 sind drin. Ne? Das wäre jetzt so eine klassische Geschichte von dem CS. Und das CO habe ich ja gerade gezeigt, ist genau umgekehrt. Da wird die Gegenorder halt gelöscht. Braucht man eigentlich, also dieses klassische One cancels the other, das kommt ja eigentlich eher so aus dem Future-Handel halt eher, ne? Wo ich ja halt, da gibt es ja nicht sowas wirklich wie Stop-Loss, Take-Profit und letzten Endes ist ja Stop-Loss, Take-Profit nichts anderes. Und deswegen ist das hier eigentlich gar nicht so geläufig in der MetaTrader-Welt, weil ich dort ja immer Stop-Loss, Take-Profit nochmal separat habe. Aber das ist es ja halt eigentlich. Das ist halt nur nochmal eine zusätzliche Geschichte, die man halt hier verwenden kann. So, dann if. Was, wer auch immer if ist, die Frage hatten wir ja schon ganz am Anfang, das betrifft die Order-Buttons, das ist sowieso neu designt, 18:17 Uhr, ne, der schreibt die Positionsquadrate oder sie, die Positionsquadrate bewegen sich nicht synchron, wenn die Kursachse, ja. Das ist bekannt und ist behoben in der nächsten Version. Hier kommt der Daniel nochmal ganz kurz mit dem Server. Also ein Server beginnt bei 100 € im Monat etwa. Ne? So viel kostet so eine Geschichte. Sollte man aber wirklich am besten jemand haben, der sich damit auskennt, wenn man nicht gerade selbst Netzwerkadministrator ist. So, kann man mit der Standardversion Teilverkäufe einrichten? Ja, klar. Ne, das habe ich ja auch gerade vom Prinzip ja auch gezeigt. Ne? Ich kann ja hier ganz normal mit Orders, kann ich ja halt auch Teilverkäufe oder Teilkäufe, wie auch immer machen. Ich kann einfach hier Orders hinlegen. Mehr muss ich dafür gar nicht machen. Wichtig ist nur, dass diese Orders halt das MIT-Attribut haben. Das heißt, solche Orders tauchen halt hier, wie man sieht, nicht beim Broker auf, nicht hier unten in der Toolbox, im Pool. Sondern die managt halt nur der Stereotrader. Ne? Und damit kann ich halt ganz normal meine Teilauflösungen machen, egal ob jetzt im Plus oder im Minus. Ne? Oder halt eben auch manuell, ich bin jetzt hier mit 5 Kontrakten, bin ich jetzt short. Sobald ich jetzt einen kaufe, bin ich halt noch mit 4 short. Ne? Das sind ja alles so Sachen, die gehen ja im MetaTrader gar nicht. Also, das ist ja halt das Schicke dann eben auch hier. Ja, und die Frage, die jetzt kommt, wäre es möglich, 2 Teilverkäufe einzubauen, automatisiert nach 10 und bei 20 der nächste? Ja, ganz genau so. Genau damit. Einfach hinlegen, wo man sie gerne hätte. So, da sagt der Tom Trump darf nicht weiter twittern. Gut. Oder? Wäre Titan. Aber ich vermute, es sollte weiter twittern heißen. So, wo liegt die Ursache, wenn der Dom unter dem Kurs angezeigt wird? Also gemeint ist vermutlich halt das Volume Mapping. Ne?
Ja, könnt ihr mich jetzt für schlagen für die Antwort, die jetzt kommt, aber hat höchstwahrscheinlich, habe ich letztens mit Timo auch noch drüber gesprochen, wahrscheinlich die gleiche Ursache, dass die Kursdaten einfach nicht dann kommen, wann man sie braucht und manchmal einfach nur im Müll zurückkommen. Und das, aber auch das ist in der nächsten Version behoben. Ich kann es hier jetzt nur nicht demonstrieren, weil es hier ein Demokonto ist und da habe ich keine Markttiefe. Aber generell ist das jetzt auch anders gelöst und das wird auch nicht mehr passieren. Kann ich ja schon mal versprechen, Bernhard. Also, weil da haben wir tatsächlich das gleiche Problem. Da werden irgendwelche Kurse abgefragt von irgendwelchen Minutenkerzen an irgendwelchen Stellen und es kommt halt nichts. Dann heißt es halt, ja, habe ich gerade nicht den Kurs, gerade keine Zeit. Also, das sind echt so Sachen im MetaTrader, wo man wirklich nur den Kopf schütteln kann. Was beim MT4 tatsächlich dann alles doch wesentlich einfacher war. So. Ob das der Order gleich mitgegeben kann, wie, also der, nee, das nicht, ne, aber ich meine, man kann ja, also der Benjamin fragt hier nochmal mit den Teilauflösungen, ob man das eine Order mitgeben kann. Das müsste man dann halt programmieren, ne, also das heißt, mit einem Add-on, also wenn das halt wirklich eine Geschichte ist, wo du sagst, Benjamin, also wenn du das regelmäßig halt nutzt und wenn das ein typischer Handelsansatz von dir ist, dann frag doch einfach mal in der Gruppe. Das kann bestimmt jemand halt relativ easy programmieren. Das ist auf jeden Fall kein großer Aufwand, sowas mit der Schnittstelle vom StereoTrader automatisiert umzusetzen. Also nur hier für die anderen, die Frage halt nicht sehen. Er fragt also, ob man halt eine Order so definieren kann, dass man nicht nur einen Take Profit hat, sondern mehrere Take Profits. Und zwar, sobald eine Order aufgegeben wird. Ne? Ich meine, wenn ich das jetzt hier mache, manuell, da fragt jetzt erstmal jeder, ja, kannst du doch manuell machen. Wäre jetzt auch meine spontane Reaktion. Vermutlich ist aber gewünscht, was ganz anderes, nämlich man halt sagt, ja gut, ich lege mir da unten eine Limit-Order hin. So, und wenn die gefüllt wird, dann hätte ich gerne einen Take-Profit. Hier und hier und hier. Das ist ja wahrscheinlich der Hintergrund von der ganzen Geschichte. Und das würde so natürlich nicht gehen, ne? Weil wenn der jetzt runterkommt, bin ich halt hier einfach short. Und das ist ja nicht, was ich will. Und deswegen kann man total leicht machen. Der Timo sagt hier gerade schon, genau dafür ist unter anderem Ghost. Ja, schreiben hier schon mehrere. Der Andreas auch. Also da halt mal das Ghost vom Timo angucken. Das kann das. Was das alles kann. Bin ja mal ganz verblüfft. Gut. Seit Weihnachten halte ich beim MT-On Live Tools die Fehlermeldung Initialization Error Version Expired. Timo? Der Timo ist ja gerade da. Das hatten wir irgendwie gestern auch festgestellt. Ich glaube, das ist aber behoben. Also nicht nee, beim Sport war das. Beim Sport haben wir es, da war das Gleiche. Dass, wenn man das runterlädt, ist es auf jeden Fall weg. Und beim MT-On Live würde ich jetzt fast mal das Gleiche tippen. Timo, kannst du dazu was sagen? BTC. Timo, die Frage war, ob wir haben ja festgestellt, dass das MT-On Live, dass dort Version Expired steht. Und haben aber irgendwie auch beide festgestellt, dass sich gar keiner gemeldet hat, was uns auch so ein bisschen erstaunt hat. Und jetzt war die Frage, ob das auch schon behoben ist, ob das neu online ist. Weil der Timo ist ja der Programmierer von dem Add-on. Deswegen frage ich ihn gerade und kann das gar nicht selbst beantworten. Kommt morgen, sagt er, ne? Okay. Also sollte morgen dann erledigt sein. Wenn der Timo sagt morgen, dann meint er auch morgen. So, bei mir hätte ich jetzt gesagt, ich guck nächste Woche nochmal. Ja, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Wird's ja nichts. Streut Vorsatz hier mal fürs ein neue Jahr. Lacher ein, der Nelson.
So, ja, das liegt ja bei mir nicht am Wollen, das liegt halt einfach, es ist manchmal echt too much. Ganz kurz noch hier mit denen, der Ansgar fragt nochmal, MIT hier für die Teilauflösung, vielleicht ging das ein bisschen schnell, das sind immer so die Stereo-Trader Basics, da vielleicht auch im Zweifelsfall wirklich mal so ein paar Basic-Webinare angucken. MIT heißt generell, dass Orders Market If Touched, ja, das heißt, der Stereo-Trader kümmert sich um die Order, nicht der MetaTrader und nicht der Broker. Und das heißt, Market If Touched heißt nichts anderes als, wenn da der Kurs hinkommt oder hier, dann geh entsprechend Market mit einem Kontrakt hier raus. Ne? Deswegen MIT, Market If Touched. Und das kann nur der Stereo-Trader selbst, nicht der MetaTrader. Ne? Gut. So, dann gucke ich hier gerade mal weiter, über Tech Profil, Ghost, Ghost, Ghost. Da ist noch eine Frage von Marco, 18:33 Uhr. Eine Verständnisfrage, wenn ich in einer MetaTrader-Instanz eine Order setze und im anderen MetaTrader den ST aufhabe, dann übernimmt der Stereo-Trader den Trade und setzt den Stop-Loss-Take-Profit entsprechend hinterlegten Werte, richtig. Und dann fragt er, warum geht das nicht mit einem A, der nicht für den Stereo-Trader speziell ist? Doch, es geht. Ne, also generell nochmal zur Wiederholung. Also, wenn der Stereo-Trader da ist, ne, und ich mache auf irgendeine Art und Weise, kann ich das hier irgendwie simulieren, ne, weil das Ding kennt der Stereo-Trader ja auch nicht. Das macht er ja weg. Das will er ja nicht. Wenn ich aber jetzt hier irgendwo als Beispiel die Position aufgebe, dann, ja, das war jetzt vielleicht kein gutes Beispiel. So, dann sammelt der Stereo-Trader, der sammelt die ein. Ne? Das heißt, das habe ich ja jetzt, das hätte jetzt genauso gut auf dem iPad, Handy, ein anderer EA oder irgendwas gewesen sein können, was jetzt hier die Position erzeugt hat. Das war ja nicht der Stereo-Trader. Der findet die aber. Ne? Und das heißt, wenn ich dann jetzt hier zum Beispiel, ich mache mal hier einen anderen Stop, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einfach Market in Order aufgebe, ohne Stop-Loss, ohne alles. Beim Stereo-Trader ist aktiviert, Stop-Loss, passiert Folgendes, ich gebe hier eine Position auf, Stereo-Trader findet die und packt den Stop-Loss, wie man sieht, dahin, wie es hier eingestellt ist. Ne? Das heißt, es ist natürlich auch ganz praktisch, wenn man das will, dass man halt eben, wenn man der Meinung ist, man muss unbedingt am Handy irgendeine Position aufmachen und hat den Stereo-Trader laufen, dann kümmert er sich aber halt dann auch entsprechend um die Position. Das heißt, auch alles andere, wenn ich jetzt hier Trading Stop, Take Profit und so weiter, würde auch entsprechend der Stereo-Trader übernehmen, obwohl die Position gar nicht von ihm ist. So, jetzt fragt aber halt der Marco, wenn jetzt zum Beispiel ein anderer EA, also ein Expert Advisor, ein Handelsroboter, der jetzt nichts mit dem Stereo-Trader zu tun hat, wenn der in einem anderen Chart laufen würde, warum übernimmt der Stereo-Trader die Position nicht? Also, er macht es automatisch deswegen nicht, weil normalerweise ein Expert Advisor hat eine sogenannte Magic Number. Und kriege ich das Ding da jetzt auch wieder weg? Ja, eine Magic Number. Lustiger Begriff, ist aber letzten Endes nichts anderes als eine Identifikationsnummer für Orders, die mit der oder für Positionen, die mit dem Expert Advisor aufgegeben werden. Wenn man diese Nummer weiß, also man sieht die zum Beispiel, gucken wir, was hier geht. Naja, hier jetzt nicht. Ist nichts. Sehe ich die überhaupt hier? Moment, hier Positionen. Wo ist es? Colons. Hier, Magic Number. Ne? So, wenn man dann halt hier in der Historie dann reinguckt bei Magic, dann steht hier eine Nummer. Und wenn man im Stereo-Trader hingeht, nimmt diese Nummer und schreibt die einfach. Moment, so einfach ist dann doch nicht. Das ist ja mal geändert worden bei den Strategien. Also ich kann dann halt zum Beispiel hier eine neue Strategie anlegen und gebe dann da die Nummer ein, einfach. Dann erkennt der Stereo-Trader, alles klar, der will von mir eine Magic Number haben und dann würde der Stereo-Trader entsprechend halt auch diesen Expert Advisor managen können. Ne?
Das ist aber so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil wenn der Expert Advisor selbst Stop-Loss und so weiter halt setzt, dann kommen diese ins Gehege. Ja, weil dann sagt der Stereo-Trader nämlich alle 100 Millisekunden, ich will 10 Punkte Stop-Loss und der EA sagt dann, aber nee, ich will aber doch nur 5 Punkte Stop-Loss. Und dann geht das hin und her und das dauert nicht lange. Und dann ruft FX Flat irgendwann an und sagt, mein lieber Kunde, du beschäftigst hier unseren Server etwas zu viel. Mach mal das aus oder wir machen es aus. Ja, weil das halt eben nur bedeuten würde, es wird permanent halt wirklich im Millisekundentakt, würde da halt immer widersprüchliche Meldungen zum Server halt geschickt werden. Und da muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Expert Advisor hat, der jetzt nur Positionen aufmacht und nicht zumacht, dann wäre das halt total einfach. Dann kann man das genauso machen, indem man, wie gesagt, hier bei der Strategie dann halt entsprechend hier halt die Magic Number einträgt, die man, wie gesagt, hier unten in der Historie dann halt sehen kann. Und dann würde es entsprechend, würde der es auch finden. Ne? Gut. So. Also, Marco hat es verstanden, bedankt sich, freue ich mich. Ich ganz ehrlich, ne, ich sage mal, wenn ich irgendwie so andere sehe, die Webinare machen, die können immer so super erklären. Und ich habe bei mir immer das Gefühl, dass ich in Rätseln spreche. Das ist leider echt so. Ich bin irgendwie gar nicht so der gute Erklärer. Deswegen habe ich immer so ein bisschen Bammel vor den Help des Webinaren, weil ich immer nie weiß, ob das überhaupt einer versteht, was ich meine. Und weil, was natürlich hier immer so ein bisschen erschwerend dazu kommt, das ist, dass ich halt natürlich in der Materie viel zu tief drin stecke und dann immer so Sachen dann so als selbstverständlich annehme, die halt bei anderen dann halt irgendwie nur Fragezeichen aufwerfen. Ne? Also deswegen, wenn ich manchmal komisch erkläre, das ist nicht böse gemeint, ich kann es dann halt einfach echt nicht besser. Und deswegen, das ist jetzt nur gerade mal, das ist mein Feedback zum Feedback. Also, dass ich bin, freue mich dann immer, wenn man verstanden hat, was ich eigentlich gemeint habe. In der Gut, so, ich Aufzeichnung haben muss. wir immer Untertitel. Dann versteht man das. Ja, das war das perfekte Schlusswort. Und ich glaube, wir Ja, sind ja damit auch durch. wir haben Kleines. alle Fragen durch tatsächlich. Wenn Fragen Ja, noch sehr schön. auftauchen, dann immer gerne an uns, ans Team schicken, service@fxflat.com. Und wir versuchen das zu beantworten. Und sollten wir da entsprechend nicht weiterkommen, dann fragen wir sehr gerne dann den Dirk. Aber ich glaube, Dirk will zuerst sein Schlusswort aufsagen und dann komme ich. Genau. Ich sage nämlich an der Stelle, wie viele Minuten habe ich hier noch? Ich könnte ja ein bisschen über den Nelson was erzählen, ein bisschen lästern und so, aber Nelson, bist du im Büro eigentlich? Oder bist du im Homeoffice? Aktuell Homeoffice. Ach, schade. Sonst hätte ich ja noch ein bisschen aufhalten können und dann hätte ich hier noch eine halbe Stunde ein bisschen was erzählen können, damit du später Feierabend machst. Das Aber ist gut, das kein lohnt sich Problem. ja nicht. Mit, Das mache ich was? doch gerne mit dir. Ist doch kein Ja, Problem. Mach hätte ich ruhig. jetzt auch gesagt an deiner Stelle. Aber wir sehen uns ja eh morgen früh wieder, ne? Also wir sehen dich und wir hören uns genau morgen früh, 8:45 Uhr. Was ist eigentlich mit deiner Kamera? Oder beziehungsweise seit, also ne, jetzt, die hier dabei sind, hier sind ja noch einige anwesend. Hat der Nelson nicht schon bestimmt 20 Mal gesagt, dass er beim nächsten Live-Trading dann morgens bei mir hier aufschlägt und mit einem Kaffee und sich hier mal live mit ins Bild dazusetzt? Hat er es nicht schon so oft gesagt? Und wie oft hat er es bisher gemacht? Jedes Mal, wenn ich auf die Bahn gewartet habe, ist sie ausgefallen. Ah, du bist auch um keine Ausrede verlegen, oder? Das ist unglaublich. Ich Das habe sogar machen wir. mittlerweile, ich habe nämlich mittlerweile eine Software hier am Start halt hier für Streaming. Wir könnten problemlos hier in meinen Bildkompositionskram noch eine dritte Kamera. Du könntest deine Handykamera benutzen und könntest damit halt hier live mit moderieren, mit Bild. Das Aber kriegen willst wir du nicht, bestimmt ne? irgendwann mal hin. Ja. Der Nelson ist, ja, der denkt es wahrscheinlich auch, ach, ich sehe viel zu gut aus für die Kamera, dann stehle ich immer allen Nein, die Show und dann ich bin mache ich das. schüchtern. Das stimmt nicht so ganz, glaube ich. Aber So, hey, jetzt wir lassen aber es. Feierabend.
Ja, lass uns doch Dürfen ruhig mal ein wir bisschen hier. über dich reden. Wir Ja, reden immer das alle war. meinen Pulli, meine Bahnfrisur, mein sonst Genau, irgendwas. das war dein Plan jetzt. Nein, nein, nein. Ja. Also, ich bedanke mich bei allen Ich Teilnehmern. besorge morgen erstmal ein Bild von Nelson und mit dem starte ich dann morgen früh das Live-Trading wieder. Das klingt so nach einem Plan. Ich muss mal gucken, die haben Warte mal. bestimmt auf irgendeiner Man von kann auch unseren. Organisationen auch hier aus dem Webinar entfernen. Ne? Moment. Das. Also, vielen, vielen Dank für die Teilnahme und wie gesagt, wenn Fragen noch auftauchen, dann gerne per E-Mail. Wir hören uns morgen und sehen den Dirk morgen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Und lieber Dirk, du hast jetzt trotzdem nochmal das Schlusswort. War wieder sehr nett mit dir. Ja, fand ich auch mit dir. War ganz okay. So. Nein, ich freue mich auf morgen früh. 8:45 Uhr, Live-Trading hier mit Nelson, der nicht vor die Kamera will, von FX Flat, meiner Wenigkeiten. Ich hoffe, ihr seid auch alle dabei und das nächste Helpdesk-Webinar gibt es dann wohl in einem Monat. Ich sage schon mal bis dahin. Danke fürs Dabeisein. Schönen Abend euch noch allen. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.